Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Dead Space Remake, meinem kleinen Let's Play hier auf dem Kanal, liebe Leute. Ja, wir befinden uns mittlerweile schon in Folge, wow, Nummer 13. Ja, wir haben in der letzten Folge, haben wir tatsächlich das letzte Upgrade für den Plasma Cutter bekommen. Haben wir auch jetzt, glaube ich, schon alles aufgefüllt. Dann haben wir bekommen den Master Chief Zugang. Ja. Soweit ich mich erinnere. Wow. Da fehlt uns hier noch eins, Untersuchung Mörsers Quartier. Ja, Besatzungsdeck ist abgeriegelt. Ja, genau das war das hier. Da sollen wir jetzt nämlich aktuell den Schlüssel für das Besatzungsdeck finden. Das wollten wir jetzt als nächstes hier mal tun. Dann können wir nämlich eine weitere Nebenmission mal starten, damit wir die auch mal weg haben. Ein bisschen lauter. So. Gut, was haben wir hier? Store. Können wir kurz mal rangehen? Glaube aber nicht, dass es großartig was Neues gibt. Nee, wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Kohle, aber wie ihr seht, wir haben absolut keinen Platz mehr hier, ne? Wir haben aber auch echt verdammt viel Zeugs. Was wir ja eigentlich alles brauchen, ne? Aber ich würde gerne mal, glaube ich, diese Energiekanone mal ausrüsten und diese mal ein bisschen verwenden. Machen wir mal hier hin, komm. Testen wir das Ding mal ein bisschen. So, müssen wir wohl noch mal mit der Monorail fahren hier, ne? Wie es ausschaut, jawohl. Besatzungsquartiere, da müssen wir hin. Jawohl, ja. Oh. Nächster Halt, Besatzungsdeck. Ah, hier geht's raus. Okay. Oha. What the fuck ist hier passiert? Scheiße, Mann. Okay. Creepy irgendwie, ne? So ein bisschen. So, Store waren wir gerade, ne? Speichern. Speichern ist immer gut. Wir haben zwar gerade erst angefangen, aber egal. Speichern ist immer gut. Wenn man speichern kann, sollte man speichern. So, wir müssen eigentlich hier durch, ne? Aber ich würde mir gerne, da leuchtet noch was. Schlüsselkarte. Ach so. Okay. Die haben wir ja noch nicht, ne? Ich dachte, das wäre so ein Master Chief Zugang, keine Ahnung. Zero G Basketball. Ah, ist das hier, wo man das Basketballspiel da spielen kann? Tatsächlich. Haha. Okay. Ah, wir müssen sogar tatsächlich hier hoch, ne? Aber wir haben. Hä? Die gehen gar nicht auf, oder was?
Ah, zwecks Batterie, oder wie? So, hier haben wir noch einen Textlog. Benutze das Chinese-Modul, um den Ball zu greifen und ihn in die Ringe zu werfen, bevor der Timer abläuft. Für das Bestehen jedes Levels erhältst du eine Belohnung, die du in den Spinden abholen kannst. Wenn du das Innere eines Rings aufleuchtet, ziele auf diesen Ring, um einen Punktemultiplikator zu erhalten. Am Ball bleiben. Aha. Komm, gehen wir mal ein bisschen Basketball spielen. Chinese war Kreis, okay. Ich muss immer wieder gucken, ich vergesse das manchmal. Ach, das auch noch. Sag mal, werde ich da gerade von irgendwas abgeschossen? Oh, Alter, dein Ernst? Hallo? Ich hasse die Viecher da, ne? Wie eine Sau. Der lebt doch noch, da ist er. Was das? Das war jetzt aber ein bisschen unfair. Ich hoffe, das ist jetzt aber nicht die ganze Zeit, ne? Das war nur jetzt, oder? Okay, fangen wir wieder von vorne an. Wir wurden gestört. Hier beim Grand Slam. Nennt man das so beim Basketball? Keine Ahnung. Basketball ist ja mal gar nicht meins, ne? Oh, der war schlecht. Erzielen ist nicht so meins, ne? Nein! Shit. Na, das war knapp, aber war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne, fürs erste Mal. Ich will nochmal. Ich habe aus Versehen auch da die Batterie
Komm, die nehmen wir mal kurz mit. Schmeißen wir mal da unten hin. Kann man das nochmal spielen? Ich will das nochmal spielen. Ich glaube, da gibt es auch Trophy dafür, ne? Verdammt! Na, ich will das schaffen. Ich bin halt echt nicht gut im Ziel, ne? War ich noch nie. Verdammt. Ist mir egal, ich mach das jetzt nochmal. Thank you.
Nice! Z-Baller, The Trophy, Shuffle Level 6 im Zero-G Basketball. Okay. Das reicht schon. Danke. Tschüss. Tschüss. So, du kommst mit. Du musst da rein. Okidoki. Plündern wir erstmal, ne? Haben wir uns verdient. Jawohl, sehr nice. Fette Sache. Was gibt's hier noch? Umkleidekabine und Duschen. So, sind wir hier. Ingenieurs Rick. Super. Freigabe bestätigt. Was haben die hier für Seancen bitte abgezogen? Ich möchte nicht duschen. Oder? Na komm. Oh, tut das gut. Hm. Schöne, ordentliche Dusche. Flatsch. Die war bestimmt am Kotzen. So, wir müssen eigentlich in die andere Richtung, ne? Aber ich will noch kurz gucken, was hier ist. Gemeinschaftsraum. Ah. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, ne? Hier für eine Unordnung. Die Schlüsselkarte für das Besatzungsdeck. Supi. Super. Können wir jetzt eigentlich, oder müssen wir den Schlüssel da erst benutzen? Da müssen wir erst benutzen, ne? Geht noch nicht. Wieder der Schwangere. Und aus der Schwangeren, Alter, kamen wieder die nackten Fledermäuse, Mann. Holy shit. Irgendwo keucht und fleucht was rum. Ah, da hinten der, ne? Das ist ja auch... Was ist hier los? Ich bin jetzt nicht so begeistert von der... Energiegedöns da, ne? Ich zerstampfe euch, Alter. Ihr Schweine. Erstmal was trinken. Sieht witzig aus. Ich habe eine komplett grüne Dose von Monster.
Und durch den Greenscreen ist die voll unsichtbar. Quasi. Geil. Es sieht immer ganz witzig aus. Deswegen muss man auch noch immer ein bisschen aufpassen. Da liegt doch noch Zeugs, sag mal. Was man anzieht, ne? Wenn ich jetzt ein komplett grüner Pullover oder T-Shirt anziehen würde, dann wäre ich durchsichtig. So, erstmal speichern. So. Und dann können wir fahren. Oh, Moment, mehrere Etagen sehe ich gerade. Lecker Wassermelone. Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Wasser, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Die Waffe, da können wir doch bestimmt einsammeln. Ich denke. Och komm, nicht schon wieder du, oder? Ich muss hier irgendwie weg, ne? Aber ich sehe nicht, wo ich drauf schießen soll. Ah, hier. Ich möchte mich erstmal wieder umsehen, ne? Entkomme dem Jäger. Keine Energie. Das heißt, wir müssen da rein, ne? Speisesaal. Moment mal, wie ist denn das jetzt? Jetzt kann ich das hier machen, ne? Komm, wir machen das mal zuerst.
Kriegen wir es angezeigt? Ja. Komm, lass uns das mal zuerst machen. Lass uns mal erst die Nebenquest machen. Bevor wir mit dem Hauptding da jetzt weitermachen. Okay, er will wohl, dass ich hier durchgehe. Ist der jetzt eigentlich weg? Oder ist der noch da? Ich hoffe mal nicht, ne? So, ich kann. Ach so, das geht noch gar nicht. Ich muss das alles erst wegmachen. Ah, okay. Ich muss also doch erst die Hauptquest machen. Damit wir hier überhaupt weiterkommen, ne? Okay. Gut, dann müssen wir wieder umskippen, switchen, aber hier sie verfolgen. So, das war hier lang, ne? Ja. Schade, geht noch nicht. Au! Was bist denn du für ein Hässlo? Die sind so hässlich, ne? Scheiße, Alter. Laufende Köpfe, Mann. Sehen aus wie Spinnen, ne? Quango. Hallo? Nimm's doch. Macht er nicht, ne? Ah, das ist blöd da gelandet. Wir haben nur einen Knoten.
Na gut, am Anzug können wir nichts mehr machen, ne? Da fehlt uns noch was, damit wir da weitermachen können. Plasma-Cutter ist komplett. Na komm, ich spare das lieber. Falls wir da den nächsten Anzug bekommen, dass wir da direkt ja, weitermachen können quasi, ne? Sofern wir noch ein Level bekommen für einen Anzug, aber ich denke mal schon. Yes, gerade davon gesprochen. Anzug Level 5, erweiterter Ingenieursbrick. 60.000. Alter, habt ihr einen Arsch offen? Wir haben gerade mal ein bisschen mehr wie die Hälfte, ne? Scheiße, Mann. Gut, wir haben hier zwei Sachen verkaufen. Aber das wird uns nicht viel bringen, ne? Fehlen noch 4.000. Was haben wir? Was ist das hier? Für die Energiekanone. Nice. So, komm. Jetzt kaufen wir uns das Ding. Zack. Fette Sache. Könnten wir ja gerade den einen Knoten da benutzen, ne? Immerhin. Ah, seht ihr, aber es ist trotzdem noch nicht alles freigeschaltet. Also entweder sind das so extra Sachen, die man finden muss. Oder es gibt dann noch Anzug Level 6. Ja. Ja, Gesundheit gab es jetzt leider nichts, ne? Nur Stase-Energie, Stase-Dauer, Stase-Zone und Sauerstoff. Hm. Keine Energy. Schade. Also keine Gesundheit, ne? Aber egal, wir haben ja noch ein bisschen vor uns. Wie gesagt, vielleicht finden wir ja noch einen Anzug. Oder wir brauchen hier halt gewisse Upgrades. Keine Ahnung. So, ich gehe erstmal hier. Ein Knoten. Ja, komm. Wenn wir gerade den Knoten gefunden haben, lass gerade ausrüsten. Was wir haben, das haben wir, ne? Zack. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht alle Waffen gefunden, ne? Weiß ich auch nicht, ob wir die noch finden oder ob wir die verpasst haben. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wie gesagt, noch ist das Spiel nicht vorbei. Kapitel 10 sind wir. Alter, dein Ernst? Du Schwein. Kurzer Schmerz bei dem Aufstieg der Menschheit beschleunigt. Wie Patient.
gewalttätig. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Kummer? Oder die Schuld? Was ist hier los? Toxische Gefahr registriert. Ich sehe es auf Heal, ne? Okay. Ah, er da wieder. Der lebt als noch, ne? Für den Gegner muss man echt aufpassen. Alter, was ist mit ihm? Boah, das ist er wieder, ne? Das ist der, wo nicht sterben kann, gell? Was ist jetzt? Batterie. Ah. Okay. Wir speichern erstmal. Immer speichern. Batterie, wo könnte die Batterie sein? Ich habe gar keine gesehen jetzt, ne? So unterwegs. Alter. Alter.
Wo soll die Batterie jetzt sein? Das heißt, wieder Batterie suchen gehen jetzt, oder was? Die könnte natürlich jetzt auch da sein, wo das Gift da war, ne? Wäre möglich, wenn sie hier nicht ist. Also hier sehe ich jetzt mal keine Batterie. Der andere scheint weg zu sein, oder? Aber finde mal hier jetzt eine Batterie. Ah, Moment. Lagerraum. Da, ah, die Tür habe ich eben übersehen. Toxische Gefahr beseitigt. So, Knoten. Kiste. Da ist auch die Batterie. Battery! So, du kommst mit. Wie er da an der Tür hängt. Hei. So, wie sieht's denn jetzt aus mit der Nebenquest? Die geht da lang. Das ist Nick. Finde das Schatten. Du musst den Singularitätskern installieren. Isaac! Na toll. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert.
Quarantäne aufgehoben. Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Gut, gut. Alles ist in Ordnung. Schimmische Pudelwohl. Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Warten. Sie ist tot, Nicole. Ah. Sie beide. Dann warten wir mal. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche. Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor. Oh mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Mir auch. Diese Scheiße mit euch. Stopp. Hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Nicole! Ich hab... Gott, nein. Nicht sie auch noch. Isaac? Ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid. Ein Waffen-Upgrade. Energiekanonen-Upgrade. Sehr nice. Logbuch abgerufen. Nimm das auf. Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man... Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter? Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe, zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue.
auch nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Ringaktivitäten. Wieder vollkommen. Setze Nicoles Ermittlungen fort. Sehr nice. Hab ja doch gedacht, dass das mit den Nebenmissionen gar nicht mal so schlecht ist, wenn wir das machen. Sehr schön. Keine Nebenmissionen verfügbar. Haben wir alles gemacht. Sehr schön. Hat er das jetzt automatisch? Verfolgtes Ziel, okay. Boah. Hat er mich draufgeschickt. Diese blöde Sau. Wo ist es hin? Da kriecht's. Rückenbrecher. Nächste Trophäe. Töte 10 Gegner durch Zertreten. Nice. Okay. So, was geht hier? Batterie, Schutzschalter und Gedöns. Müssen wir da überall rein, oder was? Gibt's denn da so blöd zu lachen? Schon. Das war gekommen. Aber warum zeigt mir der Strahl da jetzt noch an, wo ich hin muss? Irgendwo läuft hier was rum. So, wir waren jetzt hier, ne? Waren wir hier in der schon drin? Ja, da waren wir gerade, ne? Da sind wir auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Das war dann hier, ne? Jo. So, da ist zu, keine Energie, da ist keine Energie. Hä? Als bin ich hier richtig? Ich brauche wieder eine Batterie, ne? Da hinten hätten wir eine Batterie einsetzen können. Aber woher soll ich die Batterie jetzt schon wieder nehmen? Okay, wir sind da. Da sind wir auf jeden Fall halt mal richtig, ne? Aber wie gesagt, da geht's nicht weiter. Fehlt eine Batterie.
Aber ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass ich so weit zurück muss. Ah ne, Moment, wir sind ja eigentlich erst hier reingegangen, ne? Da hinten gäbe es noch eine Tür. Da ist ein Speicherpunkt. Und hier geht es nicht weiter. Okay. Gut. Speicherpunkt passt, denn ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon wieder vorbei, liebe Leute. Die Stunde ist vorüber. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann suchen wir die Batterie, damit wir da weiterkommen. Und ja, die ganzen Ranken da quasi zerstören können. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, solltet ihr in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder einschalten. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen da oder Feedback. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.